Servus Leute, ich melde mich hier von meinem Bike aus La Grande Motte. Eine Hammerarchitektur, wie ihr seht, ein Urlaubsort als Geheimtipp, wen das interessiert. Und hier startet jetzt meine Tour in Richtung Spanien. Hallo liebe Freunde, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt hier an diesem wunderschönen Ort, wie ihr sehen könnt, hier das Meer und da hinten das Ebro-Delta, Del Tebre, das Ebro-Delta. An diesem wunderschönen Ort mache ich jetzt einfach mal hier ein Video für euch, so eine Art Halbzeitanalyse. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Castellón de la Plana bzw. Valencia, das dürfte so ungefähr die Hälfte der Strecke sein, mit meinem Bike hier, das ist ein altes Bike. Und zumindest die Gewissheit, dass es nicht geklaut wird, auch wenn es vielleicht die Rückreise nicht überleben wird, aber das ist ja egal, es muss mich ja nur an mein Ziel bringen. Aber mein Ziel ist derzeit Almeria, aber mal schauen, was dann danach noch kommt. Und das hier ist wirklich ein wunderschöner Ort, weil hier seht ihr, hier ist die Ferrovia und dahinter die Autovia del Mediterraneo und ein sehr ruhiger Ort, hier kommen eigentlich nur wenig Autos vorbei.
Und da kann man so richtig abschalten, also so richtig das Leben genießen. Und hier seht ihr diesen wunderschönen Blick aufs Meer. Und ab und zu findet man auch einen schönen Strand, wo man dann reingehen kann und baden kann, was ich auch schon gemacht habe heute. Und jetzt werde ich einfach mal weiterfahren, dieses Delta, dieses Ebro-Delta überqueren und dann Richtung Castellón, Valencia fahren. Und deswegen empfehle ich euch, das mal sowas zu machen. Ihr müsst ja nicht gleich 1000 Kilometer fahren. Ihr könnt es ja auch vor der Haustür machen, erstmal. Aber kann ich euch nur empfehlen. Und zu Hause und überall, wenn ihr das seht, haltet die Ohren steif. In Gedanken bin ich bei euch, euer Peregrino. Und wünsche euch einen schönen Tag.
den Schlauch gewechselt von meinem Rad. Jetzt fährt es wieder wie eine 1. Jetzt kann ich noch ein bisschen durch die Wüste tigern. Hier wurden auch, glaube ich, viele Filme gedreht. Und hier seht ihr, hier ist eigentlich überhaupt nichts. Hier ist die Autobahn. Also wenn man nach Almeria will, in die Richtung, nach Granada, in die Richtung. Ansonsten ist hier gar nichts, außer ich bin hier mit meinem Bike.